Ein letzter Torjubel. Ein letzter Fangesang. Und ganz große Emotionen. Und all das, weil Jürgen Klopp den FC Liverpool verlässt. Reporter Yannick Schäfer hört sich vor Ort um und merkt schon vor dem letzten Spiel, hier befindet sich eine ganze Stadt im Ausnahmezustand. Er kam, er sah, er eroberte. Shirts wie diese gibt es hier gerade an jeder Straßenecke. Die ganze Stadt ist im Jürgen Klopp-Fieber. Und wirklich jedes Gespräch, was man im Vorbeigehen aufschnappt, jedes einzelne, dreht sich nur um ein großes Thema, nämlich seinen Abschied. Riesige Banner, Hausmalereien, Flaggen und Shirts. Eine Stadt huldigt Jürgen Klopp. Ein letztes Mal. Denn für die Liverpooler ist ihr Jürgen viel mehr als nur ein Fußballtrainer. Ich habe so viel Liebe für ihn. Das ist das Ende einer Ära. Ich werde ihn so sehr vermissen. Ich werde heute noch sehr viel heulen. Wir wollen nicht, dass er geht. Er ist kein typischer Deutscher. Es ist, als ob er in Liverpool geboren ist. Er hat Erfolg nach Liverpool zurückgebracht. Er ist ein toller Mann. Er ist alles für uns. Es ist, als ob deine Frau dich verlassen hat. Aber es ist Jürgen. Willst du lieber, dass deine Frau geht statt Jürgen? Definitiv. Meine Frau hat gesagt, es ist doch nur Fußball. Nein, ist es nicht. Es ist nicht nur Fußball. Es ist mehr. Es ist alles. Unfassbar. Die ersten Tränen fließen. Und das, obwohl das Spiel noch nicht mal angefangen hat. Die Begeisterung für den deutschen Kulttrainer ist so groß, dass sie sogar weit über die Stadtgrenzen hinausgeht. Fans kommen zum Beispiel extra aus Australien und Singapur für sein letztes Spiel. Er hat auf meinem Arm unterschrieben. Dann habe ich ein Tattoo daraus gemacht. Das heißt, ihr seid also extra nur für dieses Spiel aus Deutschland jetzt hergekommen? Ja, gestern Morgen losgefahren, gestern Abend angekommen, morgen geht's wieder zurück. Der Personenkult um den 56-Jährigen scheint keine Grenzen zu kennen. Denn egal, wie lange unser Reporter in der Stadt unterwegs ist, es gibt immer noch mehr Jürgen Klopp zu entdecken. Ich stehe hier gerade mitten in England vor einem Pub, der heißt Jürgens Bierhaus. Also der Mann ist so omnipräsent, dass hier sogar ganze Bars nach ihm benannt werden. Wahnsinn. Und drinnen heißt es jetzt Abschied nehmen. Noch einmal jubeln. Liverpool gewinnt 2:0. Und als Jürgen Klopp dann ein letztes Mal zu den Fans spricht, brechen alle Dämme. Ein außergewöhnlicher Tag in Liverpool geht zu Ende. Aber nicht ohne, dass die Fans noch ein paar ganz besondere Worte an ihren Jürgen richten. Verdammt, ich liebe dich, Jürgen. Ich werde dich so sehr vermissen. Wir lieben dich, Jürgen. Du kannst nie ersetzt werden. Der Mann, von dem wir nicht wussten, dass wir ihn brauchten. Er ist ein echt tougher Mensch. Und echt ein richtig echter Mann. Man war immer glücklich, wenn er da war. Es wird sehr traurig, ihn nicht mehr um sich zu haben. Jürgen Klopp ist nicht mehr Trainer des FC Liverpool. Aber die Erinnerungen an ihn werden die Stadt wohl noch lange Zeit prägen. Und hin und wieder wird sicherlich auch weiterhin sein Name zu hören sein. Ich mache kurze Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.